Und während schon der Irak-Einsatz nicht unumstritten ist, diskutiert die deutsche Politik, ob sich die Bundeswehr auch an einem möglichen Einsatz internationaler Truppen in Syrien beteiligen würde. Denn es scheint nur noch eine Frage von Tagen, bis die syrischen Regierungstruppen ihre Offensive auf die letzte große Rebellenhochburg im Land beginnen. Und für den Fall, dass das Assad-Regime Chemiewaffen einsetzen sollte, haben westliche Mächte angekündigt, einzuschreiten. 3 Millionen Zivilisten in der Provinz Idlib bangen jetzt vor dem Großangriff. Viele versuchen, aus der Region noch zu fliehen. Unser Korrespondent Alexander Stenzel war immer unter Aufsicht syrischer Regierungsvertreter nahe der Provinz Idlib unterwegs in dem Ort Mahdi und berichtet über Leid und Ängste auf beiden Seiten. Das möchte kein Vater überleben. Seine Familie wurde bei einem Raketenangriff von Aufständischen vor 2 Wochen getötet. Josef lebt nahe bei der Provinz Idlib in dem Christendorf Mahdi. Das syrische Informationsministerium hat uns hierher eingeladen. Meine Frau ist gestorben und meine 3 Kinder, ein Junge, 2 Mädchen. Eine Tochter war im 3. Schuljahr, der Junge im 1. Und meine jüngste Tochter war 2,5 Jahre alt. Josefs Familie wurde auf dem Heimweg von den Schrapnell einer Rakete getötet. Mahdi liegt nur wenige Kilometer von der Provinz Idlib entfernt. Diese Bürgermiliz verteidigt das Dorf. Sie unterstützt die syrische Armee und begleitet uns hier auf Schritt und Tritt. Kommandeur Simon Al-Wakil erklärt, militante Islamisten würden 2 Kilometer von hier entfernt regelmäßig Raketen auf das Dorf abfeuern. Die Offensive auf die Provinz Idlib scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Dort rechnen Zivilisten mit dem Schlimmsten, auch mit Chemiewaffen. Das weist der Chef der politischen Abteilung der syrischen Armee weit von sich. Ist es vernünftig zu glauben, dass nachdem fast ganz Syrien bereinigt ist und die Armee große Siege feiert, dass gerade dann Syrien solche Waffen einsetzt, die es ja gar nicht hat und die es auch vorher nicht eingesetzt hat? Die Aufständischen von Idlib bereiten sich auf ihren womöglich letzten Kampf vor. Zehntausende Dschihadisten, extrem kampferprobt. Die Schlacht um Idlib könnte zu einer der brutalsten und blutigsten des Krieges werden.